Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Formel 1 2017 Karriere. Heute sind wir schon mal am Ende des dritten freien Trainings, ein paar Punkte mit eingesammelt. Ich denke, in den Trainings passiert für euch auch eigentlich jetzt nichts Neues mehr. Und deshalb werden wir es jetzt meistens weglassen, denke ich mal. Es ist halt trotzdem sehr wichtig, um das Auto zu entwickeln. Deshalb selber ist es nicht so schlimm, aber für euch passiert halt wahrscheinlich nichts Neues, denke ich. Es ist nicht allzu spannend. As well. This track isn't for the faint-hearted. And as we count down to that green light, I have to say, Anthony Davidson, that this rain is not showing any signs whatsoever of abating. I imagine we'll be looking at some last-minute setup changes to better adapt these cars to the conditions. What do you think? So, ja, ihr habt schon gesehen, Qualifying lassen und wir springen mal in meinen ersten Versuch mit den Wet. Und die Runde war eigentlich ganz okay, war halt die erste Runde. Und ja, dann bin ich halt wieder in die Box und habe festgestellt, am Ende soll es besser werden, die Bedingungen. Und da könnte man halt am Ende nochmal auf Inters rausfahren. Und ja, erste Runde, erste Kurve zu untersteuern, aber trotzdem für Inters ganz okay. Also, ihr seht es jetzt, das andere ist halt unsere Wettrunde und dann haben wir natürlich jetzt ganz schön Zeit gut. Rouge hier ein bisschen, ja, da wollte ich wohl zu viel, man kann sie voll fahren, aber man muss halt richtige Linie haben und die hatte ich dann wirklich Zeit gekostet, hat das aber trotzdem noch ganz okay. Das sind jetzt somit die besten Bedingungen am Ende der Session, hoffentlich können wir das ausnutzen. Ja, wir machen natürlich Zeit gut gegenüber den unserer Runde, die war halt wie gesagt mit White Reifen. Hier hoch mal mit die Rivage ganz schön untersteuernd, aber es ging eigentlich, dann ist es sowieso eine Kurve, wenn man immer untersteuern hat. Auto ja am Lassen sowieso etwas unruhiger, ist ja normal. Gilt eigentlich nur die Runde sauber durchzukriegen und ohne zu vorsichtig zu sein. Moment 19. aber das spielt ja überhaupt keine Rolle. Naja, wäre ganz cool mal in Q2 zu kommen. Trotz Qualifying-Bug im Nassen ist die Chance dann höher, denke ich. So, Vettel in 57,7. Kommen wir im Moment noch nicht hin, lange nicht. Also im Moment so 2,5 Sekunden besser. Also, ja, fast 3 Sekunden hinter Vettels Zeit hier, wo ein bisschen weit gegangen. Haben aber uns hier eine Zeit gut gemacht. Und hier die letzte Kurve. Das Anbremsen. Im dritten Gang habe ich mich. An die zweite bin ich gefahren, doch. Und ja, 2,5 Sekunden wie prognostiziert. Und damit sind wir 15. tatsächlich. Wir haben es geschafft, in Q2 zu kommen. Sehr schön. Mal gucken, was dann in Q2 noch geht und vor allem auch, wie das Wetter ist. Unser Teamkollege ist auch mit durch. Grosjean ist raus. Unser. Ist es schon unsere Rivale? Ich weiß es nicht. Entweder Palma oder Grosjean. Das ist bei mir schon ein bisschen her, als ich das gefahren bin hier. Seitdem hatte ich noch ein paar andere. Oder mindestens einen anderen. So, jetzt hier unser Qualifying-Runde in Q2. Ihr seht, es ist trocken und ich muss einfach mal durch Rouge überholen. Aber kostet mir wirklich Zeit. Man könnte wahrscheinlich fast sogar zu zweit nebeneinander Rouge fahren, aber würde man einfach dadurch, dass man mehr lenken muss, ein bisschen mehr Zeit verlieren. Aber in dem Fall ging es noch. Erster Sektor ist sowieso unsere Stärke, weil wir 4-4 Flügel fahren bloß, also gegen die überall KI haben wir extrem viel Topspeed. Wir haben da oben reingesehen, das kann uns sehr helfen. Und auch im letzten Sektor natürlich, also vielleicht sogar noch mehr, weil einfach dort ja kein DRS ist und da macht es halt noch mehr aus, wie der Heckflügel eingestellt ist. Puh, sehr schön. Also sauber zumindest. Wenn man zu weit innen ist, hebt man ziemlich leicht ab. Ja, jetzt haben wir hier Verkehr, also das war schon ein bisschen nervig. Der Red Bull vor uns, aber ja, so richtig Zeit kostet er uns auch. Ne, vielleicht ein bisschen aerodynamischen Grip, aber bin ich mir auch nicht so sicher, ob das so stark implementiert ist im Spiel. Ein bisschen merkt man vielleicht manchmal einen Unterschied, das stimmt, aber allzu schlimm war es jetzt nicht. Es wäre vielleicht ein bisschen besser gegangen ohne ihn vor uns, aber es war auch nicht allzu schlimm.
Jetzt können wir vielleicht ein bisschen profitieren davon, aber jetzt beim Anbremsen dann auch wieder nicht. Also perfekt war es, ne? Aber es war auch nicht allzu schlimm. Und 46. Ach, das ist eigentlich ziemlich zufriedenstellend, denke ich. Aber unser Teamkollege fährt durch den Qualifierberg ins 45.3. Das haben wir da übertrieben. Aber ja, gut, die Zeit wird uns schon gekostet haben, aber das ist einfach so, da wären wir nicht reingekommen. Im Rennen wird es, denke ich, besser aussehen. So, die Punkte nehmen wir natürlich mit. Und ja, Palma ist unser Rivale, tut mir leid dafür, für die Verwirrung. Und hier sieht es natürlich immer noch grottenschlecht aus. Aber es wird besser im Laufe der Saison, hoffe ich. So, also 13. Oder war es 13. Ja. Jedenfalls Palma schlagen. Ihr seht schon, es regnet wieder, aber das kann ich euch verraten. Laut Vorhersage nur am Anfang des Rennens. Werden wir auch gleich noch sehen. It is a touch damp, isn't it? Well, as a driver, there are three big things to worry about when racing in these kind of conditions. Standing water, tire temperature and visibility. Judging distance to the cars around you is really tricky when you're driving through the vast amounts of spray that these wet weather Pirelli tires kick up. So before the off, let's remind ourselves of yesterday's qualifying session with a look at the starting grid. Lewis Hamilton lines up on pole position and starting alongside in P2 is Sebastian Vettel. Looking down the rest of the grid we have Bottas, Massa, Daniel Ricciardo and Stroll, Verstappen, Hülkenberg, Sainz and Jolyon Palmer, Alonso, Raikkonen, Toro Rosso and Ericsson, Ocon, Wehrlein, Stoffel van Dorn and Roman Grosjean. Perez and Kevin Magnussen rounds off the grid. Now it's almost time to lights out, so let's go down to the track. So, dann werden wir uns doch mal weiter schnell angucken. Ja, ihr habt es gesehen, oben ist ganz kurz, ist nur am Anfang die Wolke, ja, mit einem Regentropfen. Was so bedeutet, es soll nur leicht regnen, dann soll es trocken werden. Und dann springen wir rein zum Start Intermediates. Ja, mittelmäßige Traktion, wenn das losfahren. Jetzt in Kurve 1 vorsichtig sein, den Frontflügel verlieren. Und ganz innen uns halten, einfach außen den Platz geben. Und ja, es lief gut. Wir sind schon neben unserem Teamkollegen. Und hier, boah, macht er fast den Perez. Also, ja, könnte man fast sagen. Boah, der Perez und wir waren der Ocon. Das war echt ziemlich identisch. Zumindest zu dem, was später im Rennen passiert ist. Passiert ist, bloß wir haben uns jetzt halt nur so berührt. In der ersten Runde haben sich Ocon und Perez ja erst vor Rouge direkt begegnet. Oder sind sich begegnet, besser gesagt. Jetzt konnte ich hier versuchen, oder konnte ich hier meinen Teamkollegen überholen, bin aber durch weit gegangen und er konnte wieder in reinstechen, wir haben uns berührt und ja. Er ist wieder durch. Ich sehe jetzt ein paar Mal kommt schon ins Heck, aber es ist vom Schalten hauptsächlich. Ich muss natürlich viel aufpassen lassen. Aber sind wir jetzt das Qualifying ein bisschen gewöhnt gewesen. Hat uns einigermaßen geholfen. Aber jetzt hier wieder den Körperblock mitgenommen. Ausgang von Speakers Corner. Dann hier innen Puha auch zu viel auf dem Körper. Die sollte ich jetzt einfach ein weglassen. Aber bin gespannt. In der Aufwärmrunde hat er gesagt, es ist höchstens 5 bis 10 Minuten Regen. Und gucken, ob wir da jetzt vorne wieder aufschließen können. Unser Teamkollegen dann hier deutlich zu langsam gewesen, da ich zu weit innen. Aber Zeit gebracht wird es nicht haben. Ja, alles in allem eigentlich ziemlich solide erste Runde. 4 Plätze gut gemacht, kein Schaden. Hier auch zu weit innen, zeitlich eingelenkt für Blanche immer. So, vor uns staut sich jetzt schon ein bisschen, hier sieht man. In der letzten Probe aber richtig aufholen. Natürlich auch ein bisschen Monika-Effekt, aber trotzdem denke ich schon, dass man näher gekommen ist. Springen wir dann hier schon Candle Straight
Update. Das ist jetzt das erste Mal so ein Topspeed-Vorteil gegenüber der KI. Wir waren ja wirklich nah dran und konnten uns so sehr ranarbeiten, dass ich jetzt hier vorbeigehen kann. Und diesmal kann ich den Move-Stick machen. Wie man im Englischen sagen würde. Oder makes it stick, würde man sagen. Also wir können das Auto auf der Linie halten und sind damit vorbei. Und dann Ende Nummer 2 sind wir auch schon im Verstappen dran. Ja, das Gute ist halt, durch den wenigen Abtrieb können wir immer dort, wo Geraden sind, reinfahren. Und dann passiert mir das. Ah, sehr ärgerlich. Also, man muss dazu sagen, Stroller hat wirklich auch sehr zeitig gebremst. Wir haben so ganz schön Frontflügel geschaden, aber so wie es aussieht, wird es eh bald trocken. Und wenn es noch regnet. Deshalb, naja, war vielleicht noch Glück im Unglück. Also, ihr seht, ich rutsche jetzt auch schon über die Vorderachse durch den Frontflügel geschaden. Verstappen hier. Durch Rivage versucht es innen reinzustechen und jetzt kann ich es aber nochmal abwehren. Gerade so war eigentlich kein bösartiger Move, auch wenn er so zurückgesteckt ist, als ob ich ihn abgedrängt hätte, aber es passte schon. Er hätte Platz gehabt, also ich hätte ihm Platz gelassen. So und dann, ja, ihr seht, kommt schon an die Box. Der S wurde auch schon freigegeben. Das ist normalerweise ja das Zeichen ist, dass es Trockenreifenbedingungen sind. Das Frontflügel wird natürlich gewechselt, dadurch fahren wir ganz schön zurück, aber es wird sich mit Sicherheit auszahlen. Die zwei waren noch ganz schön gehalten, weil ganz paar Autos kommen. Aber das Rennen ist noch lang und wir haben guten Topspeed, also können wir überholen. Und vor allem im Moment auch ein Honda vor uns. So. Zumindest was das angeht, sollten wir da ziemlich schnell Fortschritt machen. 17. Tag raus, aber natürlich müssen wir noch ganz paar in die Box. Genau das wird jetzt passieren. Mal gucken, bis wohin wir nach vorne gespült werden. Ihr seht es an der Runde, sind wir ja ein kleines bisschen reingekommen, wahrscheinlich. Noch mit bedeuten. Es ist nur eine ganz trockene, man hat noch nicht vollen Grip, aber es passt schon. Sind deutlich schneller die Trockenreifen. Aber jetzt seht ihr es hier. Hinter Perez kommen wir raus. Mehr oder weniger hinter ihm, den mit dem Schwung. Können wir ihn überholen. Jetzt wird er mal den Topspeed-Vorteil gegenüber dem Honda sehen. Immer nur enorm, was wir da aufholen. Dieser Überschuss, der hat sogar DRS. Jetzt war hoch, aber er halt auch mal übertrieben. Wir hätten fast sogar noch am Ende da gerade nach Palma gekriegt, aber das hat nicht ganz gereicht. So, dafür dann eine Runde später. Jetzt können wir es Palma auch überholen. Und ja, der ist dann auch rum. Ziemlich easy, wir hätten sogar ohne geschafft, aber keine Schaden. Aber zwei Runden später wiederum sind wir jetzt an unseren Teamkollegen dran. Und da können wir ein weiteres Mal hier auf der Canvas Straight überholen. Und ja, ist eigentlich fast der gleiche Move gewesen wie im Regen gegen unseren Teamkollegen. Bloß halt im Trocknen. So, ein paar Runden später ist das Teamkollege und ja, noch ein weiteres Auto. So, Perez eben. Immer noch hinter uns, wir konnten uns mehr absetzen, aber er konnte auch nie attackieren durch unseren guten Topspeed. Zwei Runden später dann hat Stroll ein Problem und anscheinend ist Ocon ihm da hinten auch noch reingefahren. Dann ist Ocon hat nämlich selber auch einen Schaden, das werdet ihr sehen. Stroll auf jeden Fall mit Platten, also der hat ihn Platten gekriegt und dadurch hat er schlagartig verlangsamt. Und Stroll ist jetzt das nächste Auto vor uns, dem werden wir jetzt hier auch ziemlich krass rankommen. Wie ihr seht, schon sind auch schon ganz schön rangekommen. Der hat überhaupt kein Topspeed. Also unser Renningenieur sagt uns schon, dass er auch an die Box fahren muss oder irgendwas zu reparieren hat. Frontflügel ist ziemlich kaputt. Da können wir auch ja außenrum vorbeifahren. Macht uns da ganz schön eng, muss man sagen. So, Runde 20 dann. Perez ist jetzt an unserem Teamkollegen vorbei und der aus Indien hat, sollte auch einen besseren Pace haben und hat er auch. Und ich lasse mir in der Hoffnung auf Start und Ziel vorbei, dass ich ihn jetzt gleich auf Camel wieder zurückholen kann. Mal sehen, ob das aufgeht. Rossini hat ja auch guten Topspeed, deshalb ist es nicht ganz so einfach, aber ja, der hätte sowieso bessere Pace gehabt und den Spar kann man halt darüber holen. Spätestens hier hätte er uns gehabt, wenn ich ihn da vorbeigelassen hätte, schätze ich mir, also dann am Ende der Geraden zumindest. Also ihr seht, das sieht nicht allzu gut aus. Jetzt haben wir zwar noch einen ganz schönen Überschuss, aber reicht denn die Gerade zu kurz? Obwohl man das für einen Camel ja eh nicht unbedingt behaupten sollte. Aber ja, Perez ist ein Stück davon gefahren. Vier Runden später, in drei Runden, kommen wir dann an die Box. Für unseren voraussichtlich
Als ein Boxenstopp habe ich zumindest gedacht, doch dann fing es wieder an zu regnen. Und ich machte diesen Fehler, aber das hatte nicht mit dem Regen zu tun, einfach zu zeitig eingelegt. Das war das, was ich im Qualifying schon mal meinte mit dem Abheben. Dadurch konnte Porsche halt vorbeifahren. Und jetzt, Regen wird leicht stärker, aber ja, noch nicht bedeutend. Natürlich verliert man schon Blutgrip, aber es ist noch nicht schlimm. Ja, jetzt können wir auch wieder hier vorbeiziehen an Grosjean, der auf Soft gewechselt hat. Der wahrscheinlich mit dem Haas den Reifenverschleiß schafft, den wir haben. Ja, und ihr seht jetzt vorne wirklich Grip. Ganz schön auf dem Bremser da. Hier auch im Rutschen. Also der Regen wird stärker. Also die Intensität nimmt zu. Jetzt Runde 33 Grad erstmal. Letzte Schikane kommen. Oder in der letzten Schikane an der Box einfach vorbeifahren, kommt die Meldung DRS disabled, also eigentlich was bedeutet, dass jetzt Regenreifen die besseren Reifen sind und haben wir ein bisschen Pech gehabt vielleicht, aber als wir ans Ende der nächsten Runde kommen, sehen wir, so viel Pech hat man doch gar nicht, wir können jetzt unter einem virtuellen Safety Car in die Box kommen, weil Hamilton ausgefallen ist, machen wir doch eine weitere Position gut und da verlieren wir auch nicht allzu viel Zeit beim Stop, außerdem sind ja Paris und so auch mal eine Box gewesen. Sainz übrigens auch nicht und der fährt ja bekanntermaßen eine Runde nach uns rein, deshalb fährt er sogar zwei Runden nach dem besten Zeitpunkt rein. Also der verliert wahrscheinlich wirklich ziemlich viel Zeit, weil er auch nicht unter dem virtuellen Safety Car reinkommen kann. Also ärgerlich für ihn. Wäre ganz cool, wenn die wieder drauf reagieren oder wenn sowas kommt und man selber draußen bleibt, dass dann mit dem Kollegen reinkäme. Wäre eigentlich auch ganz praktisch, einfach teamtaktisch, damit auch der Teamkollege für die Konstrukteurweltmeisterschaft wichtige Punkte sammelt. So, und jetzt kommen wir hier vor Grosjean raus. Knapp. Und ja, aber dann ist nicht mehr viel passiert an dem Stint und ihr seht, jetzt hat schon wieder aufgehört zu regnen. Das heißt, ein weiteres Mal auf die Slicks wechseln. Also nass, trocken, ziemlich chaotisch. Und der Teamkollege kommt diesmal in derselben Runde rein, aber es macht so das Ähnliche, was Sinn macht, weil man verliert wirklich sehr viel Zeit mit Intermediates im Trockenen. Also im Anführungszeichen Trockenen. Es ist halt schon ziemlich trocken jetzt. So, ja, wir kommen wieder auf 8 raus. Wir buchen komfortabel den Vorsprung einigermaßen vor Grosjean. Ja, ihr seht, also er ist nicht nah dran und die letzten drei Runden hat er dann nur so aufgeschlossen, dass er hier in der letzten Runde das erste Mal nagel dran war, wirklich mich anzugreifen, aber das konnte ich abwehren jetzt hier, da wir also mit Topspeed haben und dann kommen wir auf 8 ins Ziel, sozusagen. Ziel erfüllt, gutes Rennen, gutes Ergebnis und falls es eigentlich gestört ist, auf Englisch eingestellt ist, ich werde es auch mal wieder auf Deutsch einstellen. Ich finde es eigentlich auf Englisch auch nicht schlecht, also vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Aus irgendeinem Grund hatte ich mein Mikro an, gerade ein paar Live-Einträge gesehen. Ich hoffe, das stört mir allzu sehr. Ach man, das ist gerade richtig scheiße, ne? Davidson, give me your thoughts. How did they accomplish this result? Without a doubt, the safety car changed everything today. The key to their success was keeping calm and reacting to the situation quickly. We've seen teams in the past throw away wins because they were too hesitant, but here they were decisive and that's allowed them to take the advantage. Ja, Verstappen ist Sechster geworden. Zwei Ferraris auf dem Podium. Das ist schon mal gut. Also weltmeisterschaftstechnisch ist es ein gutes Rennen. Das macht es ein bisschen spannender. Und ja, es ist ja auch generell ziemlich spannend in der Weltmeisterschaft hier bei uns. Ja, ist doch mal ein nettes Podium eigentlich. Difficult call, Crofty, but I'd like to say Sergio Perez. He's just so gifted at getting the most out of his tires, and he showed that here today. And now let's take a look at the constructors. Ja, das werden wir mal nicht machen. Werden wir beim nächsten Mal dann wieder machen. Wir sind knapp vor 1000 Punkten, das heißt, das nächste Update ruft, aber ja, in Monza werden wir dann das erst machen können. Und ja, hier, aus irgendeinem Grund verlieren wir bei McLaren und so, aber klar,
8 und Toro Rosso, nee, das ist ganz schlechte Leistung. Nee, keine Ahnung, aber ist ja scheißegal. Erstmal, mein Plan ist es eh erstmal bei Toro Rosso zu bleiben, außer es kommt ein richtig geiles Angebot. Und dafür müssten wir uns wirklich noch ganz schön verbessern. Aber mal abwarten. Der Hintergrund jetzt wird geil, ey. Tut mir echt leid, aber es war doch ganz lustig. So, jedenfalls. Ja. Aerodynamik wird unser nächstes Update sein. Erstmal Qualitätskontrolle. Und dann ja das Frontflügel-Update. Wahrscheinlich in Singapur dann. Ja, kommt eigentlich drauf an, wie es in Monza läuft, aber das sollten wir eigentlich locker schaffen. Und ja, apropos Monza, ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Hoffentlich können wir die Leistung weiter so hochhalten, immer in die Punkte kommen. Und ja, bis dann. Ciao, macht's gut.